Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr das Bunny Easter Egg machen könnt auf der neuen Karte Verlassener. Und zwar braucht ihr hierfür das neue PhD Slider Perk auf Stufe 5. Das ist dieses Perk, wo ihr rutschen könnt und eine Explosion dadurch verursachen könnt. Danach müsst ihr zu drei Locations, Leute. Eine von drei Locations hat einen Hasen. Die erste Location ist hier vom TV. Da seht ihr am Boden diesen schwarzen Fleck. So, jetzt müsst ihr hier auf ein Dach gehen, wo ich hingehe. Und ihr müsst vom Sprung eine Explosion auslösen. Also einfach vom Rand hier runtersliden. Dadurch wird eine Explosion getriggert und ihr bekommt den Hasen. Wenn der Hase nicht hier ist, kann der noch woanders sein. Ich zeige euch jetzt die restlichen zwei Spots. Der nächste Spot ist hier links neben der Videothek. Und zwar habt ihr hier auf dem Boden wieder dieses schwarze Ding. Dann klettert ihr drauf und springt runter und das ist Location Nummer 2. Ich zeige euch jetzt Location Nummer 3. Und zwar befindet es sich genau gegenüber vor dem Kino auf dem Boden. Hier habt ihr wieder dieses schwarze Ding. Und hierfür müsst ihr jetzt einmal ein bisschen weiterlaufen. Und zwar geht ihr hier auf dieses Dach. Lauft dann hier links entlang. Bis ihr dann hier gegenüber vom Kino seid. Hier müsst ihr jetzt auf die Sandsäcke drauf. Bisschen zurück und danach laufen und runtersliden. Und wenn ihr das gemacht habt, dann triggert ihr auch diesen Spot hier. Ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, dass ihr ein paar Perks habt und die Wunderwaffe kann sehr hilfreich sein, weil dieser Step ist ein bisschen schwerer. Ihr müsst hier zu dieser Puppe gehen, gegenüber vom Burger Town, geht nach hinten, interagiert einmal, dann öffnet sich der Rücken und ihr könnt den Hasen einsetzen. Wenn ihr das dann gemacht habt, seht ihr, der Bereich ist abgesperrt, Leute. Und die Puppe wird jetzt ein paar Burger rumschmeißen, mit denen ihr euch auch im Laufe des Matches jetzt hier hin könnt. Ihr müsst jetzt einfach nur die Puppe beschützen vor den Zombies, sodass sie nicht kaputt geht. Wie gesagt, Leute, das kann ein bisschen schwerer werden, weil auch die Krasny-Soldaten hier spawnen. Also rüstet euch gut aus vorher oder nehmt euch ein paar Täuschgranaten mit, damit ihr auch die normalen Zombies hier weglenken könnt. Und wenn ihr dann fertig seid, dann droppt euch die Puppe eine Geheimdate und vor der Puppe ist dann wieder diese Kiste, die ihr öffnen könnt und mit etwas Glück eine Wunderwaffe bekommen könnt, Perks oder sonstiges. So, das war's dann mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst doch ein Like da, schreibt mir die Kommentare und für all die, die noch kein Abo bei mir haben, können das an dieser Stelle sehr gerne ändern. Ansonsten ciao und bis zum nächsten Mal.